Hallo liebe Tennisfreunde und herzlich willkommen zum Tennis vs. Europe Schlägertest. In der heutigen Ausgabe ist es der neue Wilson Blade 98 mit 16-19 Seitenbild, den unsere Playtester die letzten Wochen unter die Lupe genommen haben. Wieder mal hat Wilson seine beliebte Blade-Schlägerserie aktualisiert und das mit vollem Erfolg. Zunächst hat Wilson eine neuartige, verflochtene Graphit- und Basaltlaminierung in den Schlägerrahmen eingeführt, um damit das Spielgefühl für euch nochmals deutlich zu verbessern. Außerdem wurde die sogenannte Parallel Drilling Technologie in die Blade-Serie eingebaut, um den Sweet Spot des Schlägers nochmals zu verbessern, um damit auch den nicht perfekt getroffenen Bällen besser entgegenwirken zu können. Von der Grundlinie hatte ich ein tolles Gefühl. Selbst wenn ich in der Defensive war, hatte ich das Gefühl, dass ich wirklich viel aus dem Rahmen herausbekommen kann. Ich hatte Stabilität, ich hatte die Zeit, sehr, sehr viel Druck auszuwirken, was auch meine Schlägertester Kollegen gefunden haben. Beim Aufschlag hatte ich das Gefühl, vor allem beim ersten Aufschlag, dass ich sehr, sehr viel Geschwindigkeit rausbekommen konnte. Ich konnte meine Ziele treffen. Die einzige Schwierigkeit, die ich hatte beim zweiten Aufschlag, war, dass ich nicht genügend Spin rausbekommen hatte. Für jemand, der den extra Topspin sucht, vielleicht sogar mal den Wilson Blade 98 mit der Spin Technology auszuprobieren. Jedoch hatten wir das Gefühl, dass es ein super, super Allround-Racket ist für den fortgeschrittenen Tennisspieler und Clubspieler. Allgemein sehr, sehr positive Testergebnisse von allen unseren Schlägertestern. Meine Kollegen hatte ein bisschen Schwierigkeit mit dem offenen 16-19 Seitenbild, weil da einfach zu viel Power rausgekommen ist und manchmal Schwierigkeiten hatten, die Kontrolle in den Bällen zu finden, aber vom Netz. Tolles Gefühl, tolle Präzision bei meinen Schlägen, allgemein tolles Racket und ja, es war toll, den Schläger zu testen. Für mehr Informationen besucht uns auf tenniswarehouseeurope.com.